Herzlich willkommen auch mit Sonic in der Walkie Walk Bench Zone und zum Dual Let's Play. Ha! 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 Tja. Jetzt hab ich dich ausgetrickst. Mit Tails bin ich nämlich voll dagegen gestoßen. Tja, soll passieren, ne? Dafür wird das jetzt hier ein Spaß. Mit Sonic, wer den Tails-Part gesehen hat. Der weiß, das wird heute extrem schwer, überhaupt durch die Level zu kommen mit Sonic. Weil Sonic nicht fliegen kann. Aber ich würde meinen, das schaffen wir schon irgendwie. Wow. Ja, jetzt sind wir natürlich hier oben. Wir haben festgestellt mit Tails, oben ist immer schlecht. An einigen Stellen. Jetzt machen wir uns mal eine Zeitreise in die Zukunft. Das gefällt mir gar nicht. Aber mit Tails haben wir es ja auch kurioserweise geschafft. Vorhin. Ja, wie gesagt, oben rum ist schlecht. Deshalb sollten wir versuchen, dass wir möglichst unten bleiben. Das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht einmal geschafft mit Sonic hier. Aber es sieht ja ganz okay aus. Auch wenn das jetzt ja wieder schlecht war, aber egal. Schaut mal, da kommen wir drauf hier nach unten. Oh, wir haben Glück gehabt. Was habe ich jetzt gedrückt? Springen habe ich nur gedrückt. Ah, jetzt sind wir wieder oben. Wir kommen mit Sonic besser voran als mit Tails. Aber unsere Ringe, 30 Ringe, wären für eine Bonuswelt noch zu wenig. Bei Tails habe ich es ja aufgegeben. Da gebe ich mich dem Spiel geschlagen. War hier nach oben rum gut? Weiß ich nicht. So. Ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht als falsch werden. Ah, Mist. Aber irgendwie bringt mich das jetzt hier nicht weiter, weil ich eine Plattform eben verpasst habe. So, wir müssen weiter nach unten. Ja, super. Da sind wir im Ziel. Und können gleich in den zweiten Act hinein mit Sonic. Hier in der Walkie Walkbench Zone mit Sonic im Übrigen im US-Soundtrack mit Tails, ja, im Japanischen. Kann man ja schön einstellen im Hauptmenü. Von daher passt alles. Also man könnte, wenn man Lust hat, das ganze Spiel auch nur mit seinem Lieblings-Soundtrack spielen. Wenn man jetzt sagen tut, ich mache einen kompletten Tails-Durchgang oder halt Sonic, will da die japanische Musik haben, da die US-Soundtrack-Musik. Der kann das im Hauptmenü, ich war richtig, Mist. Ach ja, so geht's natürlich auch. Der kann das im Hauptmenü alles schön und bequem umstellen. Also, das soll doch mal jemand sagen. Jetzt gucken wir uns noch die Vergangenheit an mit Sonic. Den Trick kenne ich ja seit Tails, dass das ja auch geht. Mal gucken, wie sie aussieht, die Stage. Oh, noch keine Fabrik. Man, naja, doch, naja, gut. Aber man merkt auf jeden Fall, da war noch kein Eggman daheim. Oh, ich glaub's nicht. Wir haben 50 Ringe. Ah, diese Elektroschocker gibt's ja trotzdem. Und die haben mir vorhin das Leben hier schwer gemacht. Aber ey, das läuft. Das läuft wie am Schnürchen. Nach oben müssen wir.
Würde ich jetzt behaupten? Ja. Ah ja, ich wollte hier nach unten. Das war eine gute Idee. Ah. Jawohl. Aber wie das jetzt gerade kam, das war eine gute Idee. Ja, schöne Feststellung, wenn ihr mich fragen tut. Oh. Jetzt habe ich mir natürlich so die Chance auf einem Edelstein genommen. Mit Sonic hätte man es noch schaffen können. Aber gut, okay. Nach unten, merkt's euch. Nein. Wir haben Leben gekriegt. Mit Sonic haben wir so viele Punkte schon. Ich glaube, das liegt durch die Schwäche-Stages. Beziehungsweise, was heißt so viele Punkte? So viel ist das nun auch nicht. So, mit Sonic müssen wir, was mal noch oben in der Boss-Stage. Wir sind schon in der Boss-Stage, keine Sorge. Geht etwas schnell mit Sonic heute. Aber er ist ja auch der schnellste Igel der Welt. Dafür wird dieser Boss hier, den wir gleich machen dürfen, bestimmt umso lustiger. Weil Sonic nicht fliegen kann. Oh! Nein! So, auf nach oben. Das war mit Tails vorhin eine reine... Das ist hier weiterhin eine Glückssache. Okay. Hat das gezählt? Das hat gezählt. Schön. Jetzt kommen wieder diese Steinblöcke. Ich entscheide mich für den. War klar. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, da wo das Gewicht drauf ist. So, nun müssen wir uns für den Stein entscheiden, der kürzer fliegt. Aber jetzt kommen erstmal diese Stacheln. Oh. So, ich entscheide mich für den. Das war richtig, das war der... Aber wir können uns nicht mehr bewegen, okay. Deshalb ging das vorhin mit Tails nicht. Wir haben es geschafft, wir haben Eggman hier besiegt in der Wookie-Walkbench-Zone. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Und da wird es schön, ich freue mich. Tschüss.